Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Und zwar wurde ich von der lieben Face-to-Face getaggt. Ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil ihr wisst, ich liebe Tags. Und da ich schon lange kein Video mehr gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist wieder ein guter Einstieg in die Videowelt. Und ja, das ist der Sommer-Tag und passt eigentlich, aber das Wetter spielt ja nicht so mit. Ich fange dann auch gleich mal an. Moment. So. Erste Frage. Deine Lieblingseissorte. Ich stehe eher so auf Fruchteis. Und meine allerliebste Eissorte ist Amarena. Zweite Frage. Dein Lieblingsobst. Ich liebe Mango. Ja, Mango ist mein Lieblingsobst. Dritte Frage. Lieber Flipflops, Sandalen oder Ballerinaschuhe? Im Sommer eher Flipflops. Ja, Flipflops. Viertens, was trägst du am liebsten auf deinen Fußnägeln? Am liebsten trage ich passend zu meiner Nagelfarbe dieselbe Farbe auf meinen Füßen. Ja. So, fünftens, trägst du lieber Bikini, Tankini oder Badeanzug? Beides, also was heißt beides? Bikini und Badeanzug. Sechstens, um braun zu werden, was bevorzugst du? Sonnenbad, Solarium oder Selbstbräuner? Sonnenbad. Ja. Siebtens, trägst du lieber T-Shirts oder Top? Im Moment trage ich T-Shirt. Ja, lieber T-Shirts. Aber die müssen dann auch passend geschnitten sein. Zum Beispiel hier. Ich mag keine T-Shirts, die so richtig lange Ärmel haben, also so richtige T-Shirts. Ja, ich mag lieber so frauliche T-Shirts, wo was drauf gedruckt ist und so. Achtens, was ziehst du lieber an? Lange Hose, kurze Hose oder ein Rock? Am liebsten trage ich lange Hose. Neunte Frage. Glatte Haut, lieber rasieren oder wachsen oder noch oder doch epilieren? Also ich rasiere und mache bei mir selbst Sugaring. Das wollte ich euch auch mal in einem separaten Video mal zeigen, wie das funktioniert. Also ich mische mir das ja selbst an und so. So, letzte Frage. Gehst du lieber ins Hallenbad oder ins Freibad oder bevorzugst du einen See? Ich gehe am liebsten ins Freibad. Also ich finde es voll ekelhaft, im See zu schwimmen, wenn da auch so Fische schwimmen und so. Und ich weiß nicht, was da drin ist in dem Wasser und so. Und da sehe ich meine Füße nicht, weil alles so dunkel ist. Und ja, Hallenbad finde ich immer so, ich weiß nicht, ich finde, es riecht im Hallenbad so nach Schwitze. ja, das war's eigentlich schon. Das war der ganze Tag. Und mal schauen, wen ich alles tagge. Ja, wer noch nicht getaggt wurde, muss ich mich dann mal umschauen. Und diejenigen, die ich tagge, werde ich anschreiben und werde das in meine, unten in die Infobox werde ich das noch ergänzen und hinschreiben. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Das Wetter ist leider nicht so toll. Aber zum Wochenende hin soll es ja wieder schöner werden. Gut, ihr Lieben, dann bis demnächst. Tschüss.